Liebe Freunde, State of Decay geht weiter. Heute bin ich gerade mal ganz alleine. Und ich sehe gerade, es kommt ein Angriff auf unsere Base. Habe ich überhaupt eine Waffe mit dem? Ja, habe ich. Habe sogar noch mit Material. Dann wird sich so gesehen der Umzug erstmal... Ist ja gut. Ist doch gut. Brauchst du nicht so schreien. Wo sind sie denn? Komm doch erst in der Minute. Alles gut. Der Umzug wird sich ein bisschen ver... geht doch schon los. Da sind sie. Ich wollte gar nicht rein. Was macht der denn? Alles gut. Na du? Voll links, rechts. Ist ja gut. Ah, da freut sich. Der Chris sitzt übrigens ausschließlich nur irgendwo in der Ecke, kein Bock. Aber okay, so ist er eben. Das ist unser lieber Chris. Das war's? Hier kommt einer. Ich hab noch eingehört. Take care of yourself now. So, weg ist er. Also die Base ist ja nicht schlecht. Ist eine kleine Fuzzi-Base. Ist nichts Großartiges. Kann ich das? Ist das? Das hätten sie eigentlich auch noch aufmachen können. Finde ich doof, dass sie das hier zu. Oh, man kann sie aufmachen. Aber ich hätte das hier gerne offen gehabt. Das wäre ein ganzes Stückchen interessanter gewesen. Jetzt ist hier eigentlich nur. Naja. Eine Garage, wo man nur einen Seiteneingang reingehen kann. Ja, wie machen wir denn da? Waffen für alle. Achso, ja, okay. Ich kann jetzt nämlich die Kontrolle von Chris übernehmen und dann können wir nämlich nach Waffenhändlern suchen. Aber ganz ehrlich, wir hatten ja, also das war meine Idee gewesen, ich wollte unbedingt, dass es nicht so ist, dass wir diesmal mal was anderes spielen. Überlebenskünstlerladen. Ort nicht sicher. Permanente Sichtzone, Munitionssammlung. Boah, gucken. Ich geh mal gucken. Also mein Schwert ist zwar ein bisschen kaputt. Da ist noch einer. Das ist gut. Was steht hier? Bullets are the only... The only core? Cool? Ach, cool. Okay. Bullets. Wir nehmen mal. Welchen Wagen nehmen wir denn da? Der ist ziemlich schrotti. Guck mal. Das leer ist gut. Dann fahren wir den mal. Der gelbe ist nett. Oh Gott, kein Benzin. Macht das alles so schön geparkt. Hat sie schön gemacht. Ach, ich wollte gerade sagen, wer klopft denn da? Wer ist das denn? So, ich gehe mal. Ach Mist. Ich lasse mir mal ganz kurz Benzin geben. So. Ich weiß gerade nicht, in welches Auto das drin ist. Müsste aber in dem hier sein. Ja. Komm, hauen wir mal ein bisschen Benzin kurz rein. In the car. In den Desperados. Und dann gehen wir mal ganz kurz da vorne gucken. Wir hätten ein Signal empfangen, es hat ein paar Mal gepiept. Sollten wir uns das ansehen. Wo war das denn, das seltene Signal? Mysteriöse Übertragung. Actionheld. Hausfriedensbruch. I'm ready. Wir müssen die Kontrolle... Nee, das mache ich nicht. Nein. Auf der Karte wollte ich jetzt gucken gehen. Mysteriöse Übertragung. Ist auch gar nicht so weit. Aber ich würde gerne erst mal... dahin fahren. So, das ist mein Ziel. Da, 200 Meter. Ist ja nicht weit. Hier. Gucken wir uns das mal an. Ist doch gar nicht so weit weg von... What? Was ist der wieder hier? Was wollte ich gar nicht? Ich wollte gar nicht so drehen, komm.
Wenn ich ein paar überfahren kann, ist mir das lieber. Boah, der gibt's aber auch Gas. Was ist denn das für eine Kiste hier? So, jetzt gut. Jetzt gut hier. So, okay. Nun gucken wir es mal an. Gucken wir uns das mal ganz kurz hier an. Es wird natürlich mal wieder dunkel. Ich hasse es. Aber ja, was wollen wir machen? Hallo? Okay, ein paar Zombolzen drin. So, ein bisschen blutig geworden, aber ist okay. Hier ist noch einer. Hallo? Wo bist du denn? Du schläfst. Ach, das ist der Besitzer. Hallo? Ich würde gerne was kaufen. Machen wir. Gehen wir den Weg? So, Ende. So, Gebiet erkundet. Ich glaube, ich muss noch den Nebenraum erkunden. Dann ist der Raum hier sicher. So, und zack. Not a shambling corpse to be seen. Okay. Ich könnte den Ort beanspruchen. Der hat sogar... Ich glaube, der konnte sogar was. Ja, der gibt Munition. Der gibt Munition. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wie viel Schuss habe ich eigentlich dabei übrigens? Munition. Hab ich gar nicht geguckt. Geht. Nicht viel, aber wir haben noch eine Pistole. Ich will nicht so viel Munition mitnehmen. Ich will es ja nicht immer alles hier voll quetschen. Ich habe aber nicht mal was zum Sammeln hier. Ist echt, echt traurig. Guck mal hier oben. Auch nichts. Ich konnte auch hier oben auch drauf irgendwie. Gehen wir mal hinterm Haus gucken. Tot. Vor allem das gleiche Bild gab es in der letzten Folge, als wir die Base gesehen haben auf dem Baseballfeld. Gab es das gleiche Bild. Genau das gleiche Bild an der Wand. Nun ja. Es gibt ja echt Schöneres. Als Copy and Paste. Duschen, cool. Dusche und Toilette. Aber mehr oder weniger Dusche. Aber cool gemacht. Plastikstühlchen. Hier gibt es oben Munition. Ganz cool. Keep your people fed. If they can't eat, they can't fight. And we know what happens when you can't fight. I'll take a decent cook over a great fighter any day of the week. I think the network's got a thing or two to learn about the real world. Ja, so ist das. So, das wird eine bisschen ruhigere Folge. Ich versuche das alles mal ein bisschen entspannter jetzt gerade zu spielen. Ich weiß das ja, wenn wir zu viel mit zu dritt, zu zweit sind, ist das sowieso mal alles ein bisschen schneller alles. Und das möchte ich jetzt gerade mal nicht machen. Ich möchte mal ganz kurz ein bisschen entspannter hier spielen. Wow, der Wagen, der bricht ja super aus. Wo ist denn die Quest? Hier. Hier. Okay. Fahren wir mal hin. Waren wir ja schon mal im Haus? Oh, da war alles richtig kaputt. Can you hear me? Oh. Oh mein Gott. Verdammte Hacke. Down to the last magazine here. Ja. Alles gut. Wo ist nur einer, der... Oh ja, der will noch über den Zaun. Die nette Dame.
Ende. So, haben wir es doch geschafft. Oh, hier gibt es das zu durchsuchen. Huch, hier waren wir schon. Das ist ja krass. Nehme ich das mal mit. Und entweder verkaufe ich es oder sowas. Ich weiß es nicht. Hier waren wir ja schon gewesen. Ah ja, das ist das Haus mit dem, Ach ja, okay, ich weiß es wieder. Really would have been nice if we'd gotten here sooner. Ist das das richtige Haus? Ach, hier muss ich noch ein bisschen weiter irgendwie. Irgendwas gibt's hier noch weiter. Huch. Oh, krass. Der hat sich ja gar nicht bewegt. Ich wollte gerade sagen, was kann man denn bei... Oh, das ist ja alles voll gespritzt hier. Ich habe gehört, dass der... Warum kann ich denn da E drücken? Das hier ist es. So, wieder raus. Ah, hier. Ah, oh, die sind schon alle gestorben. Zu spät. Hm. I'm so sorry. Mal gucken, was wir kriegen. Wir wenigstens was. Ist ja nicht so schlimm. Oh. Nur Quatsch. Was haben wir denn da? Hm? Ach so, okay. Okay, ja. Was haben wir denn hier? Kampfmesser. Oh, das hört sich cool an. Das ist ein geiles Teil. Was ist denn das? Echo One Wraith. Okay. Nehmen wir es mal mit. Alles andere. Ach komm, nehmen wir es mal mit. Huh. That? What the hell does that mean? Sei vorsichtig draußen. Oh, cool. Was habe ich denn jetzt? Ach, guck mal, das sieht so aus wie so ein bisschen etwas moderneres Katana oder so, ne? Nicht schlecht. Wie hieß er denn? Das war ein Mädel. Erschossen. Die Arme. Erschossen. Ermampft. Weggemampft. Gibt's hier noch was zu looten? Ich glaube nichts mehr, oder? Nö. Doch eins. Ach, da hinten, der Schrank. Und der schleicht noch vor sich hin. Na toll. Zombies will be here any second. Krass. Gummy. Gummy, das war cool. Das war gerade eine coole Nachricht. Jetzt habe ich aber leider nicht verstanden, welchen Ort sie meinte. Das war eine coole Nachricht. What? Das war eine coole Nachricht. Spannend. Sehr spannend. So, wo ist mein Auto? Das steht da hinten. Ich würde gerne mal... Da habe ich jetzt hingefahren. Meine Kiste ist schon wieder kaputt. Ich habe irgendwie eher das Gefühl, dass die Autos schneller kaputt gehen als ganz. Ich glaube auch, ich weiß auch, wie sie kaputt gehen. Ich bin gerade falsch gefahren, oder? Ja. Geht weg. Ich weiß gerade nicht, wo ich wohne. Ich wohne hier vorne, ja. Okay, den parken wir mal hier vorne. Diese Nippels da, die sind echt lustig. Ach, das... Ja, komm her. Oh je. Haben wir es bald?
Und jetzt, was willst du jetzt machen? Da liegt sie. In der Tür drin. Okay, ich muss mal ganz kurz meine Vergiftung. Infektion wegmachen. So. Ansonsten brauche ich gerade nichts. Nö. Alles klar. Perfekt. Gehen wir mal ganz kurz rein. Tun erstmal den Sack weg. Your order has arrived. We'll have to get rid of some of our resources unless we get more storage. Ja, da hat's auch recht. Das kommt rein, das kommt rein, das Schwert. Ich behalte mal das hier. Das ist mal ein Stückchen besser. Also die Briefe finde ich immer ganz cool, aber es gab ja eigentlich schon wieder Briefe, die sich mal wieder das x-te Mal wieder wiederholt haben. Das Ding sah eigentlich recht cool aus, aber guckt euch das mal an, das ist ja echt nicht so pralle. Ruhe ist uninteressant. Zerstückelt. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. We don't deal with these infestations. They're gonna deal with us. Ja, das machen wir noch. Wir machen noch die Infektionen, die werden wir alle, die Infektionsherden werden wir noch alle zerstören. Die sind hier und da, die ganzen Häuser, das können wir eigentlich alles noch machen. Infektionsherd in der Bude. Ich würde mal gerne gucken, wo ist denn... Schade, diese... Ich hätte gerne diese Übertragung gerne richtig vernünftig zu Ende gelesen. Kann man das irgendwie eigentlich irgendwie nachgucken? Okay, das haben wir so. Was ist denn das gewesen, was da drin gebaut ist? Das ist ein... Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Guck mal, hier kann ich da was reintun. Palette? Was ist denn das? Ah, hier, guck mal. Luftdichter Container installieren. Okay, was mache ich damit? Plus ein Lager. Okay. Und was mache ich das in das Bett? Und das hier, Lagerplatz? Hä? Das ist das Lager. Da machen wir natürlich 2 Lager, 5 Lager. Logo. Hier? Ah, hier, guck mal. Nespresso. Wir werden zwar umziehen, aber in der Zwischenzeit, wo ich hier noch spiele, wird das schon installiert sein und dann können sie sich wenigstens hier ein bisschen wohlfühlen. Was ist denn das eigentlich für ein Teil hier? Was ist denn das? Keine Ahnung. Ah, okay. Ah, alles klar. Ja, na, naja, gut. Jetzt nichts, was wir unbedingt haben müssen. 50% Nahrungsertrag. Das ist ganz cool. Ups. Hallo, du. Mal gucken wir ganz kurz mal neu hier. Was macht das denn? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ja. Das ist doof, dass man das nicht sehen kann. Was macht das? Mod ansehen. Ja. Kann ich hier eigentlich irgendwas... Ach, hier kann ich nur das machen. Okay, man kann ja sonst nichts anderes machen. Ich würde gerne mal umziehen. Alles ist eigentlich da. Ich glaube aber nicht, oder? Ich glaube, mir fehlt noch eine Person. Kann das sein? Wie viele haben wir denn in der Base? Wir haben nur 5 in der Gemeinschaft. Wir brauchen noch die 6. Person. Was sagst du dazu, Koi? Was sagst du? Ich gehe mal ein bisschen, noch ein bisschen mehr Munition mit. Besser ist besser. Okay, cool. Dann machen wir Folgendes. Ich habe aber gerade keine Actionheldin. Was benutze ich denn? Den 2 kann ich machen. Dann machen wir es doch anders. Dann tue ich die Kohle weg, dann nehme ich mich hier als Santos. That was loud. That was loud. Okay. Gemeinschaft. Ach, die Santos ist jetzt müde. Gucken, ob die Tara. Wer sagt das? Der Tyler. Wo ist der Tyler? Wo kommt das her?
Das hier? Oh, das ist das. Okay. Gut, dann bleiben wir mal bei dem wieder. Dann bleiben wir so, wie wir gerade waren. Sekunde, aber wo war die Waffe, die ich da gerade eben hatte? Die hatte doch diese eine Munition. Na. Da. Das war doch die, ne? Ja. Okay. Munition ist da, passt. Oh. I gotta watch the noise. You gotta watch the noise. Den würde ich gerne fahren. Der war aber leer, ne? Der war leer. Ich gehe mal ganz kurz Benzin nehmen. Dann nehme ich den Pickup mit. Der ist schon ganz cool. So, machen wir mal Benzin hier. Oh, kein Benzin mehr da. Wee. Dann darf ich den, glaube ich, noch nicht nehmen. Ah, ist kein Platz. Ne, ist kein Benzin mehr. Kein Benzinkanister mehr da. Alles klar. Der ist nämlich halb putt. Und wie sieht sie aus mit dir? Benzin könnte ich eigentlich. Naja. Gut. Jetzt ist. Ich wisst ja, ich bin ja nicht so der Dunkelheitsfahrer-Fan oder überhaupt der Dunkelheitsfan. Ich finde das doof, immer im Dunkeln hier rumzueiern, aber nun ist das so. Alter Schwede, ist das ein Auto. Der fährt voll schnell. Hallo Juggernaut. Runter von der Motorhaube hier. Aber wenigstens fährt die Kiste wenigstens schnell, ne? Die ist recht schnell, das ist super. Juhu! Bad news. Our lack of storage meant some of our supplies got ruined. Warum? Was ist noch passiert? Oh ne, wieder. Dunkel hier zu fahren. Ist schon krass. Aber es macht echt richtig Spaß, Leute, auch alleine mal zu spielen. Also ich kann das ganz, ganz gut auch empfehlen für Leute, die gerne mal alleine spielen oder einfach komplett nur Singleplayer spielen können, weil die keine anderen Mitspieler haben. Das macht voll Spaß. Erstmal, weil es ist... Oh Gott. Es ist spannend. Und es ist spielbar. Nur natürlich, wenn man allein ist, sollte man ein bisschen mehr aufpassen. Kommt da was? Ja, kommen ein paar Sachen auf mich zu, aber ist gut. Hallo du. Tyres. Trofer. Oh, guck dir die an. Erstmal müssen wir die Kollegen hier wegmachen. Ja, super. Schießt du die weg. Hat gut gemacht. Ist noch einer. Komm, hau den auch mal weg. Ich brauche die Munition. Mein Gott. Warum hat das so lange gedauert? So, wo ist denn der? Ich muss mit wem, wo? Tyler. Das ist aber nicht Tyler. Wo ist Tyler? Wo ist Tyler? Wo ist Tyler hier? Hier? Da hinten läuft er. Hey, komm her. Komm, lass dich nicht bitten. Das ist mir der gleiche Typgesicht hier. Nein, komm. Hallo Tyler. Diese Mixer haben unsere Brennerei. Haben unsere Brennerei gestohlen? Warte, die ganze Brennerei, okay. Hier ist das. Okay, machen wir es mal. Ja, du. Been going real easy on the drinking lately. I got your back. Ich hab mal keinen Bock, dich nicht nochmal als das gleiche Gesicht zu nehmen. Da habe ich echt null Bock. Ich will sie hier haben. Sie gefällt mir. Auch wenn sie auch so ein recht langweiliges Gesicht hat, also was heißt. Aber sie ist hübsch gekleidet aus. I think we can help each other out. Sure. Was haben wir denn hier für einen Brief? Das ist der Brief, den ich schon dir verkauft habe. Oder so. Keine Ahnung. So, gehen wir mal kurz was raus. Ah, hier ist noch so ein Zaunbolzen. Ende. So, gucken wir mal, wo. Wow, eine tolle Wurst. Ausgerechnet da in das gefährliche Gebiet. Da wollte ich eigentlich noch nicht hin.
zombie types out there. Anyone mind giving me a hand? Jetzt gerade nicht. So, ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge. Weil das werde ich jetzt nicht mehr in 5 Minuten schaffen, bis da hinten und das alles zu lösen. Wir machen das in der nächsten Folge hier mit unserem Tyler. Geht zum Arwen Navy Bedarf, um die Ausrüstung für die Brennerei zurückzubekommen. Junge, ich glaube, das ist. Das wird schon ein Stück harter Tobak. Wir machen das mal so. Kann ich dich auch noch? Hey. Ja. Need some help. Na komm jetzt. Let's go. After you. Okay, nächste Folge geht's weiter und dann sind wir zu dritt. Bis dann.